Frohes Neues, Leute, und herzlich willkommen zur dritten Folge Train Fever auf dem Kanal der Unlucky Nerds von mir, dem Gamer. Ja, in der letzten Folge waren wir mit der Zugstrecke beschäftigt, das Sägewerk mit dem Holzfäller verbinden sollte. Ja, das Einzige, was uns daran aufgehalten hat, sozusagen, war das fehlende Geld. Ja, da hat der Schmuser dann nach der Aufnahme zu mir gesagt, du weißt aber schon, man kann auch einen Kredit aufnehmen. Und ja, klar, das weiß ich. Ich wollte mich nur eigentlich nicht so in die Schuldenfalle reiten, aber die Strecke wird sich ja letzten Endes schon rentieren. Von daher nehmen wir zur Not auch einen Kredit auf. Und was ich mir auch dachte, ich Oh hätte... yeah! Oh yeah, wir haben was Neues freigeschaltet. Le Obiisante. Eine Art Bus oder sowas, keine Ahnung. Es wurde gerade komisch hell irgendwie. Ja, warum wir hier keinen Tunnel gemacht haben? Weil ich meine, es ist zwar teurer, aber es ist dann schon besser von der Steigung her, muss man sagen. Aber na gut, zurückbauen werde ich sie jetzt nicht. Sondern wir werden jetzt hier schön. Kann ich... Scheiße. Ich will da jetzt halt ungern eine Brücke bauen. Also das wäre jetzt total beschissen, um ehrlich zu sein. Werde ich aber, glaube ich, nicht drum rumkommen. Das ist doch jetzt bescheiden, wenn ich ehrlich bin. Warum geht denn der Berg hier so krass runter? Ich schau mal eben. Ey, ohne Witz, da wären, Alter, da wären wir besser dran gewesen. Hätten wir einen Tunnel gebaut. Scheiß die Wand an. Nee, Leute. Leid es mir tut, war viel Geld drin. Aber wir werden dann das Ganze doch mal kurz begradigen und einen Tunnel bauen. Ich glaube, da kommen wir letzten Endes günstiger bei weg, als wenn wir jetzt diese riesen Brücke bauen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass das. Mich sollte man ja ranzoomen, weil dann würde ich auch sehen, dass das hier total runterginge. Aber na gut. So. Mal hier kurz die gröbsten Lücken wegmachen, damit es hier nicht mal allzu schrecklich aussieht. Hier noch ein bisschen. So. Sieht nicht neu aus, aber kann man schon besser mitleben. Hat uns jetzt natürlich auch Geld gekostet. Aber was soll's. Ja, du darfst jetzt ruhig einen Tunnel bauen. So, ich guck nur mal, welche Tiefe ich brauche. So wäre es perfekt. Auf der Höhe. 868.000 brauchen wir. Dann gehen wir mal kurz zur Bank. Leihen uns ein bisschen was. Natürlich bezahlen wir das später alles wieder zurück. Moment, ist das hier dran? Ja, ist dran. Und dann ziehen wir die ganze Chose nach hier hin. Sind wieder pleite, aber haben das Ganze dann doch besser Oh gelöst, muss ich sagen. yeah! Oh yeah, jetzt kommen die Sachen aber reingerasselt. Eine Borsig, eine neue Lok, das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr schön. Gucken wir mal nach, was die alles so kann. Wo haben wir denn das Zugdepot? Hier haben wir es. So, die alte fuhr 40 km/h, hatte Gewicht 8, 50, 15 Knoten, 90, 20, 45, also die fährt 5 km/h schneller, hat aber in der Leistung und in der Zugkraft dann doch schon ein bisschen mehr. Gut, Zugkraft 20 Knoten, aber in der Leistung hat sie 40 mehr. Okay, ja, die Frage ist jetzt.
Die ganze Chose macht ja schön Gewinn, aber ich weiß nicht, ich will halt ungern jetzt wirklich Kredit nach Kredit aufnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die hier mit den 30 Leuten durchgefahren ist, dann gibt das ja auch mal schön gut Geld, genau. Schönes Geld. Von daher warten wir mal kurz ein bisschen. Es wirkt sich halt alles auf die Zinsen aus, ne? Es ist vielleicht nicht viel, aber gut, 34.000 sind nicht wenig. Muss man mal so sagen. Da sollten wir eventuell momentan, wo wir noch nicht allzu viel einnehmen, uns nicht zu sehr in die Schuldenfalle reinreiten. Sonst wird das noch ein ungutes Ende hier bei uns in Train Fever einnehmen. Und das wäre nicht so schön. Also die ist gleich da, dann haben wir wieder, ich denke mal so 250.000. Ich weiß gar nicht, was die pro gefahrene Linie einnimmt. Beziehungsweise einbringt. Schauen wir doch mal. Ja, 237.000. Guck mal, Leute, damit kann man schon leben. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir die Strecke hier jetzt schon fertig. Ja, kostet 137.000. Da müssen wir nicht durch den Berg, da können wir hier lang. Dann nehmen wir mal diesen Brückendesign hier. 177.000. Wir warten nochmal kurz, auch wenn das jetzt nicht allzu spannend ist, hier zu warten. Aber wie gesagt. Okay, eins können wir noch nehmen. Über 350 möchte ich nicht. Erstmal nicht. Mal schauen, vielleicht bringt die Linie auch mal richtig viel Geld. Ah, 1860 haben wir schon jetzt mittlerweile, das Jahr. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, die erste Folge Train Fever war ja in 720p. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich nicht so die beste Leitung habe, ist 720p für mich eigentlich auch die beste Variante. Weil ich aber gesehen habe, dass man das Datum unten rechts, die Städtenamen und so weiter nicht so gut lesen konnte, ja, lade ich Train Fever dann doch in 1080p hoch. Und ihr werdet nerviges Mausklicken während der Folge immer bemerkt haben. Aber in dieser Folge sollte das eigentlich auch schon, ich sag mal, behoben sein. Wenn das so aufgeht und qualitätsmäßig alles klappt. Na gut, wir können weiterbauen. Was will der denn hier jetzt schon wieder eine Brücke haben, ja? Ja, wir sind schon so weit unten, wie es geht. So. Würde ich das hier. Geht's hier irgendwie krass runter? Ja, hier vorne. Bedeutet, die nächste Linie mache ich dann hier so hin. Beziehungsweise, na, so ist fast schon. Ja, mache ich so, alles klar. Ah, guck mal, Geld haben wir gerade gekriegt. Schwuppdich. So, hier kann das Teil nur noch 103 fahren, das ist aber vollkommen egal. Und dann sollten wir eigentlich Mekata hier irgendwie. Ne, meckert nicht gut. Also 292.000 brauchen wir. Und dann haben wir die Strecke fertig, brauchen nur noch auf den Zug sparen und haben endlich eine zweite, ich hoffe, relativ gute Einnahmesquelle. Ich bin gespannt. Gut, wir sind schon im Minus. Das ist das eigentlich, was ich vermeiden wollte. Ist nicht so schön. Na gut, sobald der gleich hier durch ist, sind wir wieder im Plus. Aber ich hoffe, wir rutschen jetzt hier nicht komplett ab. Das wäre wirklich, wirklich bescheiden. So, hier stehen schon wieder 35 Leute.
Ah, dammit, ich habe schon wieder vergessen, die Ingame-Musik anzumachen. Ja. Sprich, die Folge ist wahrscheinlich wieder schön ruhig. Das tut mir natürlich leid. Gut. Na, 153.000 haben wir. Ich habe schon wieder vergessen, wie viel das kleine Stück brauchten. Ist die Musik irgendwie lauter als letztes Mal? Ich glaube, es ist auf Stufe 1 schon ganz angenehm. Sollte passen. Letztes Mal hatte ich es auf Stufe 1 in den letzten beiden Folgen. Na, mal schauen. Ich sehe es ja beim Rendern und wenn ich merke, dass das zu leise oder sonst was war, dann kann ich es ändern. So, Zug fahr durch. Und dann kann ich mir so langsam. Achso, eine weite Strecke, ne? Ja, und also die hat schon viel Geld gekostet. Ich meine, wenn man guckt, hier ein Tunnel, hier wiederum ein Tunnel. Also Tunnel sind wirklich sprengen das Portemonnaie in Train Fever. Zumindest am Anfang. Später, wenn man dann erstmal ein paar Strecken hat, dann geht es wieder. So, 315.000 bzw. 295 jetzt nur noch. Wir schauen mal. Wupp dich. Alles klar, dann brauchen wir jetzt nur noch ein Zug, Geld fürs Zug, fürs Zug, genau. Ja, und dann brauchen wir sogar kein Zugdepot. Da haben wir ja letztes Mal hier die schöne Schneise hier gebaut, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber wir könnten uns schon mal um die Strecke kümmern, also um die Linie. Das nennen wir mal Warenwitten. Moment, ICE, damit ich weiß, mit was es transportiert wird. Waren, damit ich weiß, dass es halt um Waren geht. Und dann Witten, alles klar. Alle Stelle hinzufügen. Machen wir hier eins. Und zwei. Wupp dich. Guti, dann, ja, wie gesagt, sparen wir jetzt noch ein bisschen. Ich kann ein bisschen hochgehen, aber 35.000 sind halt nicht wenig. Ich kann ja mal gucken. Ich denke mal, wir nehmen dann den Zug von Borsig. Und der kostet uns schlappe 252.000. Das ist nicht viel. Dann gucken wir eben nochmal. Güterwagen brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Rundenwagen. Der kann nämlich Holz schleppen, genau. Und da kaufen wir einfach mal. Wie kaufen wir da? Kaufen wir fünf so eine Wegen. Dann können wir da schon mal ein bisschen Holz mit schleppen. Ja, ich denke mal, wir kaufen uns fünf so eine Dinger. Wie teuer waren die Waggons jetzt nochmal? Gar nicht drauf geachtet. Ja, 30.000, das ist nicht viel. Also lassen wir den noch ein bisschen fahren hier und dann haben wir das auch schon. Dann haben wir endlich ja zwei Züge fahren. Das ist doch schon mal ganz angenehm und ja, wenn das hier gut läuft. Ich meine, das einzige Problem, was wir kriegen könnten, dass sich die Strecke eventuell nicht rentiert, weil der Zug einfach zu lange braucht. Aber das schauen wir einfach mal. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das mit diesen alten langsamen Zügen auch schon ja, gut lösen können, dass das auch rentabel ist. So, 289.000 haben wir schon mal. Wir könnten uns jetzt schon mal die Lok kaufen. Allerdings warte ich noch mal die eine Tour ab, dann können wir so gleich auch die Waggons kaufen. Denn auch ein Zug, der nur im Depot steht, kostet uns schon Geld. Und das wäre nicht so schön. Ich würde auch sagen, wir sind zwar schon bei ca. 14 Minuten, glaube ich. Aber das machen wir noch in der Folge, den Zug kaufen und auf die Strecke bringen. 250.000, ja, sobald der durch ist, können wir uns unser Traum von der wahren Strecke ermöglichen. So, hier stehen 30 Leute. Und hier wahrscheinlich ebenfalls, ja, fast. Ja, 30 ist ja auch Maximum, ne? Ja, 30. So, komm, fahr durch. Das ist halt echt krass mit den langsamen Anfangszügen.
Man ist selbst auf der dritten Geschwindigkeit und man merkt davon nicht viel, wenn man die Züge beobachtet. Genau, jetzt haben wir genug Geld. Dann kaufen wir uns mal die Borsig und ein paar Wagen hier. So, 5 Dinger, wie wir es vorhatten. So, pass mal auf, ich habe keinen Bock, dass der Zug da jetzt stehen bleibt und wartet. Von daher machen wir mal eben so. Weil bis der da ist, kann der nämlich schon mal rumfahren und dann hat der auch gleich wieder freie Fahrt. Das passt dann schon. Ja, zack, und er kann Gas geben und weiterfahren. Beziehungsweise bei 40 km/h brauchte der höchstwahrscheinlich noch nicht mal abbremsen. Ja, die brauchen jetzt natürlich eine Weile, bis sie merken von wegen... Ach nee, gar nicht. Guck mal, das hat er direkt verstanden hier. Die benutzen unsere Linie, fangen jetzt an zu produzieren. Und wenn wir uns mal Cargo aktivieren, dann wird es wahrscheinlich auch nicht lange dauern. Und wir sehen, dass die ersten Güter einfließen. Mal schauen, haben die es auch schon gecheckt? Jo, die haben es auch schon gecheckt, da kommen auch schon ein paar Waren an. Ach ne, Linie nutzen noch nein. Ach ja, die benutzen ja auch nicht unsere Linie, weil sie ja die Waren nicht nach hier bringen oder sowas. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir kümmern uns erstmal komplett um die Hinlieferung. So, da würde ich ganz gerne nochmal sehen. Warten wir nochmal, bis hier welche ankommen. Produktion 5, ja, dann produziert doch auch mal was, damit unser Zug gleich mit ein bisschen Stuff losfahren kann. Das wäre fabelhaft, könnte man sagen. So, der macht jetzt natürlich am Anfang noch ziemlich Verlust, aber das passt schon. Ich könnte mal gucken, okay, das schafft trotzdem die 45. Also hängt nicht zu viel dran oder sowas. Sehr schön. Dauert nicht lange, dann werden die Waggons auch schön voll sein. Ja, aber dennoch, liefer doch ein bisschen Holz aus. Aber na gut. Ich würde sagen, das Ganze sehen wir in der nächsten Folge. Ah, guck mal, da klappt es. Da habe ich mit der Abmoderation gedroht und schon funktioniert es. Ist jetzt am Anfang noch nicht viel, um ehrlich zu sein. Ja, gar nichts. Eins, glaube ich, ne? Ja, eins. Aber das kommt. Die werden irgendwann aufstocken, dann ist die Obergrenze 50, 100, 200 und so weiter. Also das braucht ein bisschen Zeit, bis es sich rentiert. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Würde mich dann allerdings über Kritik freuen.